Hallöchen, meine Lieben. Ich bin euch ja noch ein Video schuldig und dem komme ich jetzt natürlich sehr, sehr gerne nach. Und zwar wurde sich gewünscht, dass ich einmal genau zeige, wie ich das mit den Anhängerchen mache, mit den Medaillons. Und ja, dem möchte ich natürlich sehr gerne nachkommen. Ich habe mir hier schon vier kleine Töpfchen mit Resin vorbereitet. Habe mir schon vier Farben bereitgelegt. Zum einen haben wir das Pastell-Lilac, das Azur, Pearl Azur. Dann haben wir das Pearl Gold Rosé und das Pearl Smaragd. Hier habt ihr einmal die Farbnummern. Und so wie ich sie jetzt auch zusammenhalte, werde ich sie benutzen. Ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor. Und jetzt geht es halt als Erste daran, dass wir uns das einmischen, das Pigment. Das ist so der erste Schritt, das wisst ihr ja. Ich möchte es schön deckend haben, deswegen nehme ich ein so ein kleines Löffelchen pro Farbe. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu wenig Resin angemischt habe. Dass das ganz gut ausreicht für alle acht. Ich habe mir jetzt gedacht, wir müssen ja nicht so die Mega-Menge machen, sondern einfach so ein bisschen. So. Einmal. Das ist jetzt das Pearl Azur. Dann haben wir hier das Pastell Lilac. Ich hoffe, ich bin im Bild. Wenn nicht, es tut mir leid. Wie gesagt, ich kann nicht oben auf meine Kamera gucken. Manchmal passiert es halt. Ja, wer damit nicht klarkommt, der ist einfach bei mir verkehrt. Das kann immer mal passieren. Passiert auch den großen YouTube-Bastlern. Deswegen ist es halt kein Grund, um die Kommentare dazulassen, wie andauernd aus dem Bild, man kann nichts sehen, gleich wieder abgeschaltet, ne? So, dann haben wir hier das Pastell-Lilac. Dann machen wir das Pearl Gold Rosé. Also ihr seht auch, das lässt sich richtig gut vermischen. Ich habe vielleicht jetzt nicht den passenden Spatel, aber da jetzt mit dem Eisstiel rein, mit diesen Holzstielen, ja, dafür ist der Platz in diesen kleinen Gefäßen einfach zu wenig. Deswegen mache ich das mit so einem kleinen Metallspatel. So, und zum Schluss noch das Pearl Smaragd. Kleiner. Ich denke, dies wird auch ein etwas längeres Video. Also wer nicht auf lange Videos steht, ja, kann eigentlich direkt wieder abschalten oder halt so weit spulen, dass er halt die wichtigsten Passagen sehen kann.
Aber ich weiß, ich habe einige auch dabei, die gerne lange Videos gucken. Und ja, ich persönlich gucke auch lieber lange Videos anstatt diese kurzen. So, wir fangen jetzt an. Ich habe diese Medaillons hier extra auf so einem halben Make-up-Schwämmchen gelegt, weil die Lasche oben, ja, wenn man das so normal hinlegen würde, dann wird das schräg liegen. Deswegen so. Jetzt gebe ich immer so ein bisschen Resin da rein. Da muss jetzt nicht die Megamenge rein, weil wir ja später auch noch ein bisschen domen wollen. Wir wollen ja noch eine schöne Kuppel oben drauf haben. So, da machen wir dann mit dem Goldrosé. Ist eine sehr gewöhnungsbedürftige Farbkombi, aber ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor. Habe ich ein Haar. Es kommt halt darauf an, wie es nachher auch aussieht, weil ihr ja das ein oder andere an verschiedenen Untertönen habt, ne? Ich nehme dann jetzt so ein Dotting-Tool und ziehe mir die Farben so, wie es mir gefällt. Mache da schönes Muster. Da war noch ein Haar. Ein bisschen mischt sich das gleich auch, wenn wir mit dem Feuerzeug noch rübergehen. Kann man dann auch noch schöne Muster erzeugen. Das könnt ihr halt machen, je nach Belieben, so wie es euch gefällt. So. Dann nehme ich mein Feuerzeug. Und halte das noch drüber und schon vermischen sich die Farben auch noch mal. Das heißt, damit kann man auch noch ein bisschen spielen. So, das ist jetzt das mit dem Pearl Smaragd und Pearl Rosé Gold. Und dann haben wir hier Pearl Azur und Pastell Lilac.
Können wir jetzt das auch noch mit aufteilen. Manchmal braucht man halt keine so großen Mengen und ich habe mir dafür extra die kleinen Silikontöpfchen gekauft. Die kann ich wieder sauber machen. Das ist alles ganz cool. Heißt, spart auch ein bisschen oder schont auch ein bisschen unsere Umwelt. Ach nee, wir müssen ja erst durch die Gegend ziehen. Und dann geht es mit dem Feuerzeug bei. Ihr solltet aufpassen, also wenn ihr zu lange drauf haltet, ihr seht es oder habt es gesehen, dann kann es passieren, dass das Resin anfängt zu brennen. Eigentlich macht man das ja nur mit dem Feuerzeug, um die Blasen rauszukriegen. Aber gerade für solche Sachen, ihr könnt sehen, da kriegt ihr super mega Effekte mit hin. Und ja, jetzt werden die getrocknen lassen. Und wir sehen uns dann wieder, um die Kuppel darauf zu setzen. Bis später. So, meine Lieben, die sind jetzt ausgehärtet. Finde ich schon wunderschön, gerade auch die Farbgebung. Vor allen Dingen ist jedes Teil ist ein Unikat, ne? Also keins sieht gleich aus. Und das mag ich gerade an diesen Medaillons gießen. Ja, jetzt geht es darum, dass ich das gerne mit euch zusammen domen möchte. Das heißt, dass wir so eine schöne Kuppel drauf haben. Dafür habe ich mir jetzt schon ja, ganz schlicht Harz angerührt in klar. Und da nehme ich dann halt immer ein bisschen. Lass es schön drauf tropfen. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr nicht zu viel nehmt. Deswegen gehe ich dann jetzt hier schön vorsichtig mit dem Eisstiel und ziehe mir das bis zum Rand. Bitte nicht über den Rand hinaus, weil ihr dann das ganze Schmuckstück ja eigentlich in die Tonne schmeißen könnt. Da muss man halt ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Ich wollte eigentlich auch mit euch noch eine Folie darauf verarbeiten, aber ich habe mir das anders überlegt, weil die sind so schön geworden. Ja, ich denke, da brauchen wir keine Folie mehr, kein Motiv mehr drauf. So, und schon haben wir das erste gedomt. Dann gehen wir zum zweiten. Da machen wir es genauso. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr euch nicht ganz so sicher seid, lasst es einfach ein bisschen angelieren. Wenn ihr meint, vielleicht läuft euch das ja darunter, ja, dann lasst es halt einfach einen Moment stehen. Wartet, bis es dicker wird. Und dann sollte das definitiv keine Probleme mehr machen. Also da ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Ihr könntet da jetzt natürlich noch Glitzer drunter machen. Also einfach Glitzer drauf streuen und dann erst domen. Das geht natürlich auch.
Aber manchmal ist weniger mehr, finde ich. Und ja, ganz so auffällig möchte auch nicht jeder tragen. Deswegen. So, das ist das zweite. Und ihr könnt euch das wirklich am besten in die Mitte tropfen lassen und zieht es dann einfach von der Mitte nach außen hin. Ich hoffe, ihr könnt jetzt genug sehen. Ich weiß wohl, dass ich im Bild bin, aber es kann sein, dass ich da mit meiner Hand direkt im Bild bin, dass ihr es nicht so gut sehen könnt. Aber irgendwo muss ich ja mit meiner Hand auch hin, ne? Ist halt ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Einfach ganz vorsichtig. So, das war das dritte. Bei den ganz kleinen zeige ich euch gleich was, weil da muss es noch vorsichtiger sein, weil sie ein bisschen zu voll geworden sind mit den Farben. Aber wir wollen ja trotzdem da einen schönen Abschluss oben drauf haben, ne? Ihr seht eigentlich, wie schnell das normalerweise geht, ne? Also das ist solche, so ein Medaillon-Dom, das ist, ja, wenn ihr da die Übung habt mit dem Dom, das ist rucki-zucki. Was natürlich da halt immer relativ, ja, stark stört, ist, dass man immer so lange warten muss. Aber man kann das mit UV-Resin genauso gut machen. Auch da könnt ihr Dom, das ist gar kein Problem. Ich warte jetzt auf meine China-Lieferung. Ich habe mir UV-Resin bestellt. Und wenn ihr Interesse habt, kann ich es euch damit auch doch gerne nochmal zeigen. Dann schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare, ob ihr da Interesse habt, auch mal an ein UV-Resin-Video. Es gibt ja so den einen oder anderen, der lieber mit UV-Harz arbeitet. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, ob das auch was für euch ist oder ihr dann lieber nur die fertigen Teile sehen wollt. So, das waren jetzt die großen und die kleinen, wenn ihr mal seht, die sind relativ voll geworden. Also wenn man drauf guckt, ist es schon wirklich fast bis zum Rand. Da nehme ich dann auch ein anderes Stäbchen, weil der Eisstiel ist mir da einfach viel zu breit. Da nehme ich wieder hier mein Tool von gestern und nehme nur ganz wenig. So, dass wir nur eine ganz dünne Schicht hinbekommen, ne? Weil sonst läuft euch das definitiv runter. Entschuldigt bitte. Habe ich wieder so einen Piepetag mit meiner Pumpe. Oh, kleinen Moment, ich gebe gleich weiter. Da müsst ihr ganz vorsichtig nehmen. Also nehmt nicht zu viel. Wenn ihr die Teile zum Beispiel auf so einem Glasbrettchen trocknen lasst, ne, und ihr habt wirklich mal das Problem, dass es runterlaufen sollte, kann man sie wunderbar noch vom Glasbrettchen abkriegen.
Und meistens kann man dann das runtergelaufene Harz dann auch entfernen, dass man halt das Teilchen dann retten kann. Ne? Das ist mir bei dem Blauen nämlich passiert, bei dem blau-lilanen Kleinen. Da ist es etwas gelaufen. Aber dann bin ich mit so einer, ich weiß nicht, ob ihr die, diese, ach, diese Klingen kennt, wo man ja, Ceranfelder sauber machen kann, also Rückstände auf Ceranfeldern entfernen kann. Damit könnt ihr das super runterkriegen. Einfach drunter und vorsichtig dann drunter durchschieben und dann geht das wunderbar. Ihr müsst bei solchen kleinen Teilen, wo es wirklich darauf ankommt, dass ihr wenig benutzt, ein bisschen versuchen, mit dem Licht zu arbeiten. Das heißt, dass ihr seht, wo ist eventuell noch ein Loch, wo muss noch ein bisschen was hin. Weil das sieht mega scheiße aus, wenn da Löcher bleiben. Ein bisschen drehen. Es kann auch mal passieren, dass das, entschuldigt bitte, dass das Harz sich zurückzieht. Das kann passieren. Ne? Wenn ihr den Fall habt, versucht dann einfach das Loch nochmal neu zu füllen. Man sieht später nicht mehr, ob da jetzt gepuzzelt wurde oder nicht. Das fällt sowieso nicht auf. Also dann ist das Teil noch nicht verloren. Ne? So, jetzt gucke ich bei den anderen auch nochmal, alle Stücke erwischt habe. Das sieht sehr gut aus. Wunderbar. Also wenn ihr ein Licht von oben habt, was sich super in den Teilchen spiegelt, ist das natürlich perfekt. Dann seht ihr, ob ihr wirklich überall bis zum Rand gekommen seid, wenn ihr das Teilchen einfach mal dreht. Ne? So, dann nehmen wir unser Feuerzeug und brennen einmal die restlichen Blasen daraus. Das dürft ihr auch nur bei Epoxidharz machen, ne? Also nicht anfangen bei dem UV-Harz mit dem Feuerzeug beizugehen. Das geht in die Hose. Weil das einfach von der, ja, von dieser Machart ganz anders ist, ne? So, ihr Lieben, das lasse ich jetzt durchtrocknen und dann sehen wir uns wieder beim Entbearbeiten. So, ich habe hier unsere Medaillons fertig. Jetzt geht es darum, dass wir da ein Kettchen dran machen müssen. Und ich habe mir überlegt, dass wir auf jedem einen kleinen Schmuckstein kleben werden. Ihr seht schon auch bei denen hier zum Beispiel den schönen Unterschied. Je nachdem, was für eine Farbe halt der Untergrund hat, werden die Farben vom Resin ganz, ganz anders. Ich finde das jetzt nicht dramatisch. Ich finde das sogar eigentlich ganz cool, weil das Dunklere passt zu dem Bronze definitiv besser.
Ja, aber so sehen die dann halt auch aus, wenn wir einen schönen Abschluss haben. Ich hoffe, ihr könnt es so in der Kamera gut sehen. Ich habe mir dafür jetzt schon Kettchen parat gelegt. Und zwar bekommen die Silbernen auch ein silbernes Kettchen. Die goldenen, nee, die roségoldenen ein roségoldenes Kettchen. Die goldenen ein goldenes Kettchen. Und die bronzefarbenen bekommen so ein Kettchen. Wir fangen auch mal mit den bronzefarbenen an. Die sind sehr schön, weil die ein sehr schönes großes Loch haben. Das heißt, ich kann die ohne Probleme einfädeln. So. Das ist das Schöne, wenn man da nicht noch anfangen muss, irgendwie ja noch irgendwelche Haken dran zu machen, und ist das eigentlich angenehmer. Ihr seht also, die Medaillons gehen einfach viel, viel schneller, als wenn ihr normale Resinteile gießt, weil hier habt ihr diese ewig lange Endbearbeitungsphase nicht. Das heißt, ihr müsst nicht dom, ihr braucht nicht schleifen und. Also das ist echt schon sehr angenehm und es geht wahnsinnig schnell und ihr habt genauso viele Möglichkeiten, ne? Ihr könnt da, wenn ihr zum Beispiel jemanden habt, der irgendwelche Disney-Sachen gerne mag, dann könnt ihr auch Stickerchen mit eingießen. Also das könnt ihr ganz beruhigt machen, auch bei solchen Medaillons. Das finde ich immer ja sehr angenehm. Ich mache sie sehr gerne. So, jetzt bin ich gespannt, ob das hier durchpasst. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ah ja, perfekt. Na, der sträubt sich ein bisschen. Der will da nicht durch. Und ich finde, sie sind echt super, super schön geworden. Auch die Farbgebung gefällt mir richtig gut. Ich sehe es jetzt allerdings nicht, wie es in der Kamera aussieht, aber meistens ist es so, dass die Kamera halt ein bisschen was von den Farben verschluckt. Das heißt, ihr seht es ganz anders. Das Blau könnte sein, dass ihr das dunkler seht. So habe ich die Erfahrung gemacht bisher. Aber ich werde euch nachher noch. Schaffe ich das noch, Fotos anzuhängen? Nee, das wird mir zu knapp von der Zeit her. Aber ich denke, dass ihr werdet schon alles soweit sehen. Wie gesagt, ich finde diese Varianten echt cool. Und ich habe mir gerade für die Medaillons halt auch die Metallkettchen geholt. Sieht noch ein bisschen edler aus als immer das schwarze Band. Fand ich ganz cool. Und so preislich macht das auch kaum einen Unterschied, ne? Ob ihr jetzt so ein Lederband nehmt oder ob ihr ein richtiges Metallkettchen nehmt. Also preislich ist da nicht so der große Unterschied. So, jetzt haben wir unsere Kettchen da dran. So, und dann habe ich mir ja überlegt, dass wir da noch ein kleines Steinchen drauf machen werden. Dafür arbeite ich wieder mit dem Schmucksteinkleber. Jetzt muss ich mal gerade meine Pinzette haben. Ich
mache jetzt überall ein ganz kleines Pünktchen drauf. Ich habe mir die Steinchen schon parat gelegt. Da braucht ihr nicht viel. Die bekommen den auf der gleichen Stelle alle. So, dann haben wir die silbernen. Die bekommen ein silbernes Steinchen. Dann haben wir die Roségold. Ich habe leider keine Roségoldsteinchen, deswegen muss es ein kleines rosanenfarbenes sein. Finde ich aber nicht dramatisch. Finde ich sogar ganz cool. Also sieht echt schick aus. Dann haben wir Gold. Gold bekommt goldenes Steinchen. Ja, Bronze ist natürlich so eine Sache für sich, weil ja, es gibt keine bronzefarbenen Steinchen. Jedenfalls habe ich noch keine gesehen. Falls ihr da schon mal irgendwo welche gesehen habt, sagt mir mal Bescheid. So, und dann habe ich mir überlegt, für Bronze, das mit dem Blau-Lila bekommt ein blaues Steinchen. Und das mit dem Pearl Rosé Gold oder Gold Rosé und dem grünen bekommt ein grünes Steinchen. So, das war's schon. Das war die ganze Zauberei. Ich nehme euch jetzt mal einmal runter und versuche euch das mal ein bisschen näher zu filmen. Und so könnt ihr jetzt auch sehen, wie das oben aussieht, ne? Mit der klaren Schicht da drauf. Und ich finde die echt wunderschön. Das sieht so ein bisschen nach Universum aus. Finde ich auch eigentlich ganz cool. Und das Lila kommt hier, zum Beispiel, wenn ihr so seht, es sieht hauptsächlich blau aus. Wenn ihr aber mit dem Licht spielt, dann kommt das Lila richtig schön raus. Also das ist ganz cool. Dann haben wir die Rosé-Goldfarbenen. Wenn das denn jetzt auch scharf stellt. Das ist immer so die Sache für sich mit den Kameras, dass es scharf gestellt wird, ne? So. Ja, er mag es nicht scharf stellen, ich weiß nicht warum. Versuchen wir es mal so. Er sucht sich immer einen anderen Punkt. Oh. So, um mal so ein bisschen wegzugehen. Ja, da haben wir ihn. Und auch hier seht ihr, das Lila kommt erst richtig durch, wenn ihr das bewegt, ne? Also wenn der Lichteinfall ganz anders ist. So, dann hier das Pearl Gold Rosé mit dem Grün.
Na, irgendwie will meine Kamera heute nicht. Kennt ihr das? So. Also ich mag sie eigentlich alle sehr, sehr gerne leiden. Dann haben wir... So, ich versuche sie mir mal einmal beide irgendwie auf die Hand zu legen. Dann haben wir die beiden in Silber. Doch ihr seht ja, ihr denkt, also ihr seht, dass das rein blau ist, aber ist es gar nicht. Ich lege mal den anderen ab. Also ich hier persönlich sehe viel mehr Lila als ihr. Deswegen sage ich, Kameras verfälschen immer sehr gerne. Gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme, dass ihr das Lila auch seht. Ab, entschuldigt bitte. Vielleicht liegt das ja an meiner blauen Matte. Nee. So könnt ihr ein bisschen erahnen, dass da mehr Lila ist. Aber so sieht es bei euch jetzt schlicht blau aus. Ist es aber nicht. So, und dann haben wir die beiden bronzefarbenen. Und den hier. Na komm, stell schon scharf. Auch hier seht ihr viel mehr blau als lila. Aber bei mir ist es genau andersrum. So könnt ihr das erkennen. Dass wirklich bis da oben hin lila ist. Mit ein bisschen blau durchzogen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich das mit euch gemacht habe. Es war ja ein Wunsch von einer Zuschauerin von mir. Ne? Also, liebe Nina, ich hoffe, es hat dir gefallen. In dem Sinne, bleibt schön kreativ. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bye bye.